Egal, warte. Ist jetzt am Arsch? Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich begrüße euch recht herzlich. Ich bin heute mit Timbo vorerst alleine. Ich glaube, Mone vloggt ein bisschen parallel. Man weiß es nicht, aber für uns steht heute Großes an, denn wir werden das komplette Haus renoviert. Nein, aber wir werden wirklich draußen den ganzen Außenbereich neu machen und schön machen vor allen Dingen. Ich zeige euch gleich auch mal die Vorher-Nachher-Sachen, damit ihr auch genau wisst, worauf wir uns hier heute einlassen. Das wird atemberaubend. Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog, beziehungsweise Kobi hat wahrscheinlich schon den Vlog gestartet und euch herzlich willkommen gewünscht. Ich bin nämlich gerade mit meiner Mama in der Stadt unterwegs. Wir schauen einmal für mich eventuell nach Schuhen für die Hochzeit. Fürs Standesamt habe ich schon welche. Und die größere Mission eigentlich. Wir suchen ein Kleid für meine Mama für den großen Hochzeitstag. Fürs Standesamt hat sie schon ein schönes. Die Suche gestaltet sich schwieriger, als wir dachten. Es ist sehr schwierig, gerade mit unserem Motto, was wir ja eigentlich so haben wollten. Aber wir sind mal gespannt. Wir sind jetzt schon so ein Dreiviertelstündchen ungefähr unterwegs, aber haben noch nichts gefunden. Mal schauen. Oh, wir sind jetzt dabei. Ich wollte euch vorher nachher zeigen. Also das hier ist vorher der Hauptteil des Gartens. Hier übelst viel Unkraut überall. Unkraut. Der Rasen muss wieder gemacht werden, komplett. Aber da kümmern wir uns drum. Dann hier der Bereich muss komplett sauber gemacht werden. Hier auch. Timbo ist schon fleißig. Zeige ich euch jetzt erstmal den Teil noch, weil hier sieht es auch katastrophal aus. Hier auch überall Unkraut. Juli da, Gras am Fressen. Perfekt, Junge, Maschallah. Der fleißige Hund. Das muss auch alles weg zwischen den Ritzen. Und dann den hinteren Teil zeige ich euch später, weil da würdet ihr in Ohnmacht fallen. Ach, Freunde, ich bin fix und alle. Ich auch. Meine Mama auch. Ich habe vergessen zu vloggen. Es ist so krank anstrengend. Wir haben gefühlt 40 Grad. Die Stadt ist so voll. Es ist so voll. Hätten wir nicht mit gerechnet. Wir haben jetzt gerade, machen wir eine Snackpause, weil wir den ganzen Tag noch nichts gegessen, nichts getrunken haben. Und es ist so heiß. Es ist unerträglich. Und wir haben kein Kleid gefunden. Wir sind jetzt zur Lösung gekommen. Wir bestellen eins im Internet. Also richtig unnötig. Ja, aber wir essen jetzt hier schnell was und ich fahre dann nach Hause, aber ich kann nicht mehr. Ich bin komplett fertig. Und ich komme mit so Hitze ja gar nicht zurecht. Meine Mama guckt noch ein bisschen weiter. Aber ich düse schon mal. Das ist mir... Ist mir zu viel. Was hast du gerade gesagt? Und die Menschen hier sind alle mega bekloppt. Richtig, die Menschen, wirklich Leute, die rammen einen alle um und schubsen einen zur Seite. Also irgendwie so ein Schlussverkauf. Ja, aber ich gönne mir gerade einen vegetarischen Chili Cheeseburger. Mama hat keinen vegetarischen, Mama hat mit Fleisch und es schmeckt einfach komplett gleich, sagt sie. Richtig geil. So, kurzes Zwischenfazit. Hier vorne ist schon gemacht. Die Terrasse wird ganz zum Schluss gemacht. Vorne sieht es schon wieder sehr gut aus. Hier auch alles schön sauber. Hier auch. Rasen ist nicht wunderschön, aber zumindest alles sauber. Hier auch alles an Unkraut weg, in den Ritzen alles weg, so gut es geht. Und jetzt kommt aber der Endgegner. Timbo ist schon dabei. Hier muss gesäbelt werden. Hier muss wirklich einfach nur gesäbelt werden, weil guckt euch das an, was hier für ein Urwald gewachsen ist. Eigene Baumspezien. Das wird jetzt der Endgegner. Hier gucken, was passiert. Das ist das nämlich. Schade. Egal. Warte. Ist jetzt am Arsch? Hängt was zwischen irgendwas. Ne? Problem sind die Bäume, nicht das Gras. So, hab ich schon gevloggt, dass ich jetzt alleine unterwegs bin? Ne, ich glaube nicht. Ich habe mich von meiner Mama getrennt. Wir sind unterschiedliche Wege gegangen. Nee, ich konnte nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich habe gesagt, Mama, tut mir leid. Ich glaube, wir finden heute nichts mehr, wenn du noch weiter schauen willst. Sie wollte jetzt so noch ein bisschen Privatkram gucken, dann machen. Mir ist es zu heiß, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon mal losgefahren, bin jetzt mal ganz kurz im Büro vorbeigehüpft. Ich war heute Morgen schon mal hier. Aber in der Zwischenzeit ist noch ein weiteres Paket angekommen, was jetzt wichtig war, was ich abhole. Das habe ich hier und habe mir noch unterwegs to go einen Red Bull mitgenommen. Wassermelone, geil. Ja, und jetzt düse ich nach Hause und guck mal, was die Männer zu Hause machen. Ich hoffe, die haben gevloggt, aber die sind gerade den Garten am um
am Umbauen, am Umräumen, am Saubermachen. So, jetzt kurz zum Baumarkt unserer Wahl gefahren und zwei Gasflaschen umtauschen. Yay! Ich muss euch gleich noch Update geben, was wir alles schon gemacht haben, weil wir sind echt gut vorangekommen, muss ich sagen. Ne? Ich bin stolz auf uns. Mhm. Wieder zu Hause angekommen. Wir haben jetzt einiges erledigt, noch einkaufen gewesen, super stressig alles gewesen, aber jetzt haben wir alles geschafft und hier haben wir eine kleine Ecke aufgebaut von Sachen, die wir jetzt zu verschenken anbieten, weil dafür jetzt noch Geld zu verlangen, hätte man wahrscheinlich gekonnt, aber wir denken uns, komm, jetzt jemand mitnimmt, nimmt uns mit, ansonsten können wir es immer noch verkaufen, mal gucken. Oh, wow, it's so pretty. Nein, aber sieht echt viel besser aus. Ich weiß gar nicht, was man alles im Vorherbild gesehen hat, aber ja, der Rasen muss auf jeden Fall mal gewässert werden. Aber ansonsten, hier sieht es wieder einigermaßen okay aus. Man kann hier zumindest sich bewegen und ein bisschen was machen. Und ja, hier stehen jetzt Getränke, die Kisten müssten bald noch weg. Hier ist jetzt auch alles weg. Wir haben die Sachen verschenkt. Vorne der Grill, habe ich euch ja übrigens gezeigt, vorne der Grill war ungefähr nach 20 Minuten weg. Das andere Polsterding nach 20 Minuten weg. Jetzt steht nur noch der Wischmob-Dingens da und die Kisten. Ich glaube, die will keiner, aber wir lassen sie einfach noch mal 2-3 Tage stehen, mal gucken. Aber der Grill war also wirklich wupp, so schnell weg. Mal, wer hier gejoint ist. Hallo, der Pizzameister himself. Heute wird krass. Heute wird ends krass. Und guckt euch das mal an, was wir hier gebastelt haben. Oha! Sein Baby, Alter. Hat er extra mitgebracht, damit der heute der Abend perfekt wird. Ausgefahren. Ja, das wird wirklich, das wird krass heute. Hier gibt es gleich die saftigsten Pizzas in ganz Köln. Friends, das erste Pizzabrot ist im Ofen. Eieieiei. Ich bin sehr gespannt, Alter. Was hier aufgebaut ist, Alter. Eieiei. Lecker, saftig. So, Friends, ihr seht frisch vom, frisch vom Friseur. Ich war mit Basti da. Hallo. Was geht ab? Die Mädels sind gerade losgezogen, ein bisschen eins Mini-Swimming-Pool für uns holen, weil es sind 35 Grad und wir schwitzen uns ja eine ab. Deswegen gibt es jetzt gleich eine kleine Pool-Session hier und ein bisschen Desperados. Das war schon von mir. Den Rest übernehmen die Mädels, weil wir chillen nur in der Sonne und machen gar nichts. It's a vlog in a vlog. Ja, ihr seht schon, wir sind jetzt gerade bei Action und Basti und Judith sind heute zu Besuch und wir haben jetzt spontan uns dazu entschieden, einen Pool zu kaufen. Wo ist er? Hier. Ja, klein und fein. Wir wollten ja irgendwann mal einen richtigen Whirlpool oder sowas in unserem Garten haben. Haben wir aber jetzt aktuell keine Zeit für uns, darum zu kümmern. Jetzt machen wir provisorisch, heute sind 40 Grad, so ein kleines Planschbecken. Damit unsere Wiese nicht kaputt geht, hier so ein Ding. Die Männer sitzen zu Hause und die Frauen gehen shoppen. Was auch sonst? It's Foodie-Time. Oh. Schatzi ist geil am Grillen. Die zwei Mäuse sitzen da. Heute kommt das Ding extra viel. Heute kommt es extra viel. Sieht aber auch sehr köstlich aus. Ach, das ist eine Taktik mit der Alufolie jetzt? Ja. Sehr geil. Das schön saftig bleibt hier drin. Ja. Sehr, sehr cool. Einen wunderschönen guten Morgen zum nächsten Tag. Wir haben gestern, ich weiß gar nicht, was wir haben gestern nicht viel gelockt. Wir hatten gestern einen super schönen Tag mit Basti, Judith. Wir haben einen Pool gehabt, den haben wir jetzt auch schon wieder ausgeleert und der steht jetzt da vorne leer. Den leer gemacht, weil ich jetzt nicht wollte, dass also er stand vorher hier und ich wollte nicht, dass der ganze Rasen kaputt geht. Dementsprechend habe ich den leer gemacht und quasi einfach jetzt verschieben wir den alle paar Stunden immer. Und wenn ich ihn wieder voll machen will, mache ich ihn wieder voll, weil ich mache den ja eh nur so einen Streifen, zwei Streifen voll. Dementsprechend ist es dann auch immer wieder schnell leer. So, für mich geht es jetzt ab zu Oma. Also ich werde sie heute kurz besuchen gehen, so ungefähr ein Stündchen. Ich gehe jetzt mich gleich auch direkt testen und so. Und dann geht's los. Ich habe eine richtig geile Kaffeestation aufgebaut. Oha. Oha. Weil, versteht ihr, ergibt Sinn, Kaffeemaschine. Kaffeestation. Wow. So, ich war jetzt bei Oma zu Besuch. Auf den Sonntag haben wir einfach ein bisschen gequatscht und ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie es ja aktuell geht und wie es da so läuft. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Omi ist ja jetzt verlegt worden in eine Seniorenresidenz. So ein schönes Wort, ein schönes neues Wort für Altenheim. Ich finde halt Altenheim super scheiße als Wort, deswegen ist das schon okay, aber ja. Ihr geht's ganz gut. Gesundheitlich soweit, arge Rückenschmerzen auf jeden Fall mehr als vor den ganzen OPs jetzt. Aber ja, ist irgendwie alles nicht so nice. Für mich geht es aber jetzt auf jeden Fall wieder nach Hause und dann mal sehen,
was heute noch so ansteht. So, Friends, das ist das Ende des Vlogs und ihr seht schon, kleiner Sneak Peek, ihr seht schon, hier werden Sachen geparkt, Koffer liegen hier rum, denn es geht für uns weg. In Urlaub. Ja, ihr werdet sowieso wissen, wohin es geht. Ja, es geht für uns nach Mallorca ab morgen. Mit ein paar wonderful peoples. Also werden auf jeden Fall geile Vlogs die nächsten Tage kommen. Seid auf jeden Fall drauf gespannt. Danke für eure ganze Liebe unter den letzten Vlogs. Und ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat. Im nächsten Urlaubsvlog. Wir haben euch ganz so lieb. Tschüss.